Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, The Gentleman und dem Reiche Daura. Zuletzt haben wir schon mal ein gutes Stück die Lande erobert, unsere Position verbessert. Unser Reich Daura bzw. Kano zu einer ordentlichen Region gemacht. Aktuell sind wir nicht mehr so weit von unserem natürlichen Tod mit 48 weg. Wahrscheinlich sollten wir versuchen, das Herzogtum Katsina loszuwerden. Das könnte nämlich noch mal ein Problem sein. Boah, wahrscheinlich das große Problem sein wird. Shango, Amita. Okay, das sollte sogar machbar sein. Ich möchte nicht, dass die Region wegfällt. Aktuell wäre Bakissa hier unsere Erbin. Bei unserem Haupttitel wäre Zainab unsere Haupterbin. Das heißt, wir hätten zwangsweise eine Reichsteilung, wahrscheinlich sogar keine allzu positive für uns. Dann würde ich lieber hier jetzt den Einfluss aufbringen und das Herzogtum vernichten, was dafür sorgt, dass wir zwar immer noch Herzogenrang haben, aber nur noch ein Herzogtum vererben und wenn wir sterben, unser Reich relativ secure ist und in sinnvolle Nachfolge fällt. Aktuell haben wir noch diesen Krieg am Laufen. Wo hier hinten irgendwelche Minen laufen. Hier drüben Kira scheint ein feindliches Reich zu sein. Da könnten wir mal schauen, dass wir vielleicht schauen, dass wir uns hier ein bisschen einbringen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wir können mehrere Titel schaffen. Aktuell können wir leider kein Königsreich ausrufen, da wir leider noch Vasall auf Königsebene sind. Daher muss ich an der Stelle irgendwie schauen, dass wir anderweitig hier voranschreiten. Ebenso könnten wir versuchen, auch hier die letzten Landstriche uns einzuheimsen von Kafkaf. Ich glaube, das wäre sogar eine ganz geschickte Maßnahme. Da hätten wir einen Konkurrenten weniger. Auch wenn wir hier mit fremden Kulturen zu tun hätten. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Vor allem
Sollten wir hier von hier? Okay, das bleibt doch unabhängig, aber sollten wir hier mit Aya an einen Tisch kommen? Ich glaube, das klingt wie ein Plan. Dass wir versuchen hier. Okay, wir haben noch Waffenstillstand mit ihm. Ja, schön, wenn du mir mal zeigen würdest, wie lange noch der Waffenstillstand gilt. Wir sind Experte. Ah, Kafkaf. Okay, bis zum 25. März 1930 können wir ihn keinen Krieg erklären. Was aber nichts daran ändern dürfte, dass wir problemlos dann mal unserem Herrscher hier ein bisschen unsere Arme greifen könnten. Und vielleicht aus einer Position der Stärke heraus versuchen könnten, die Situation für unsere Zwecke auszunutzen. Kommt doch in die Schlacht, werte Freunde. So, wir haben hier schon mal den Gegner gestellt. Einen seiner Champions verwundet. Leider auch einer von unseren wurde verwundet. Wir haben gleich die nächste Schlacht. Nochmal mit 300 Mann. Mit unserem Neffen. Nee, nee.
Häuser. Großreiche gibt's hier nicht. Söldnertruppe marschiert demnächst weg. Das sollte nicht so schlimm sein. Ein sinnlicher Vorschlag. Mein Gemahl Funa hat mit süßen Worten und noch süßeren Berührungen in mein Leben gedrängt. Spätnachts tue ich mich schwer, ihn aus meinem Kopf zu bekommen. Die Gefühle, die zwischen uns schweben, werden entweder bald in Flammen ausbrechen oder erlöschen. Ich möchte auf ewig in diesem Inferno schmoren. Als ich die Gemäler in die Gemächer zurückkehre, die ich mit Funa teile, grüßt mich ein unerwarteter, doch sehr willkommener Anblick. Unser Bett wurde prächtig dekoriert und Funa regelt sich darin, nur begleitet mit einem verschmitzten Lächeln. Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir jene Hingabe, die wir uns vor den höchsten Mächten geschworen haben. Wenn auch möglicherweise auf etwas fleischlichere Weise als beabsichtigt. Okay, er wird eine Affäre. Und Borno. Galima Mohammed. Was ist denn das für ein komischer Bursche? Meinethalben, nehmen wir auch diesen Krieg an. Aber wenn ich gerade einmal hier bin, dann können wir doch auch gleich unsere Kriegsgegner etwas ärgern. Oh, der Feind greift uns an. Und 7 Mann gegen 2000. Oh mein Gott. Und wir haben Chimazinta von Jan eingekerkert. Und dazu Jakob Mossi. Interessant. Dann belagern wir erstmal ein wenig die Ländereien von Borno.
einen neuen Verwaltungsvorzug. Zentralisierung klingt doch ganz gut. Okay, die Söldnertrupps wurden entlassen. Das macht auch meine Armee wieder günstiger. Unsere Tochter will den Hof verlassen. Nee, nee, nee. Dann gebe ich ihr halt den Titel von Jauri. Du bleibst bei Mutter am Tisch. Außerdem können wir einen Vormund gebrauchen. Rauflustig. Geht Richtung Ränkespiel. Ina wäre schon gar nicht mehr schlecht. Aber Gulanum ist da, glaube ich, der geschicktere Partner. Ja, kein Vermächtnis. Nochmal. Weitere Vormundschaft an. Nein, sogar Münde wäre das korrekt an der Stelle. Hagani Daucher. Hagani wechselt mal den Hof und wird Mündel von dem Burschen. Das klingt auf den Plan. Dann helfen wir mal den Jungs da unten.
12 Monate sollte auch hinkommen. Kommt doch hinterher. Wir haben deutlich mehr Mannen als ihr, also was soll uns da schon passieren? Nächste Schlacht erfolgreich geschlagen. Schauen, dass wir irgendwo was gegen unsere Anspannung nehmen. Zum Beispiel eine Jagd. Mitten im Krieg ist das doch garantiert eine gute Idee. Weit weg von allen. Weit weg von den anderen finde ich eine Hütte, in der einer der schönsten Menschen wohnt, die ich je gesehen habe. Er lud mich ein, zu bleiben und mich auszuruhen. Und ich war überrascht, wie viele gemeinsame Themen ich mit einem gemeinen fand. Ja. Müsst ihr denn schon wieder eure Jagdgesellschaft zurückkehren, meine Fürstin? Ich habe noch nie jemanden wie euch kennengelernt. Dann bleibe ich doch erst noch mal hier. Einladen kann ich aktuell noch nicht. Weil ich meinen Aufbruch vorbereite, bekomme ich den Gedanken an sein vor Leidenschaft verzerrtes, wunderschönes Gesicht nicht aus dem Kopf. Er streichelt über das Fell, auf dem wir lagen, als er mir zusieht. Das müsste nicht unsere einzige gemeinsame Nacht bleiben. Dann laden wir ihn doch an unseren Hof ein. Und das ist doch eine sehr, sehr gute Geschichte. Wenn ich jetzt nämlich nochmal gucke. Wie sieht es mit meinen Töchtern aus? Okay, die haben allesamt. Obwohl Partner. Aber mit ein bisschen Glück bekommen wir nicht gut. Jetzt sind wir lieber noch hoch. Die Jagd nähert sich dem Ende und wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während das Licht am Himmel erlischt. Trotz aller Schwierigkeiten verlief die Jagd sehr gut. Und wir haben freien Ratsposten. Unser Marschall.
Okay, sie ist, glaube ich, ganz passabel. Okay, na manche. Du darfst hierhin. Und hier kommt Daurama hin. Haben wir, glaube ich, das Ganze ganz ordentlich getauscht. Jetzt noch mal kurz im Rad gucken. Er kann noch ein bisschen besser auf meiner Seite gelangen. Noch nicht mal, dann ist es besser. Wir haben ein Dynastievermächtnis. Haus von Kriegern, mehr Kampfgeschick. Das ist Volksmeinung, Schreckenszuwachs. Gehen wir erstmal Richtung Blut, also mehr vererbliche Eigenschaften in der Dynastie. Ich glaube, das ist für uns gerade ganz praktisch. Nein, hier kann ich den Burschen gerade nicht anstinken. Das heißt, den muss ich erstmal hier beseitigen. Freunde. Dann gucken wir doch mal, dass wir den Burschen hier abgefangen bekommen. Mögen ja unsere Nachbarn so und so sehr, sehr stark.
bei uns schon relativ häufig die Tour vermasselt hat. Daher kommt es uns ganz gut zu Paar, dass er sich hier in so schlechter Mansa aufgehört. Fraktion, zwei Mitglieder. Da hinten hätten wir diese Truppen. Dann ziehen wir erstmal kurz hier rüber weiter. Wir kümmern uns um unsere Aufständigen. Nächste Schlacht schon wieder geschlagen. Unsere Truppen sollen mal sehen, dass sie jetzt sich darüber bewegen. Kein Ausweg. Die Frau vor mir sieht mich seltsam an. Ihr Gesicht ist verformt und verformt sich noch weiter. Ist sie überhaupt ein Mensch? Die Wirklichkeit macht einen Ruck und mir wird klar, dass ich eine weitere Episode habe, direkt vor meinem versammelten Hof. Als der überwältigende Duft von Weihrauch in meine Nase steigt, versuche ich zu sprechen, doch meine Lippen bewegen sich nicht. Ich könnte versuchen, von hier wegzukommen. Ich könnte es versuchen, meine Macht einzusetzen. Wir können versuchen, mit unserer Tochter uns näher zu kommen. Oder wir könnten mit unseren er gesagt, mystisch versuchen zu arbeiten. Aber ich versuche einfach meiner Tochter näher zu kommen. Zu viel Gutes. Ich hätte nie gedacht, dass man zu viele Geliebte haben könnte. Doch beweist mir mein Leben offenbar gerade das Gegenteil. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass meine Freizeit nur noch aus. Affären besteht, während ich in die Sterne schaue und an der Seite von Fune, während ich romantisches Abendessen mit unserem neuen Bekannten genieße. Lassen wir Fune ziehen als Affäre. So. Wir haben neue Ruhmstufe. Wir haben den Bauernaufstand niedergeschlagen. Okay, und der Krieg ist sogar auch zu Ende. Das ist doch eine ganz gute Nachricht. Dann können die Truppen aufgelöst werden. Ich kann noch mal gucken, wen wir denn jetzt alles eigentlich im Gefängnis haben. Wir haben 11 Gefangene. Da muss ich doch was bei rausholen lassen. Wir haben diesen Landlosen.
Menschen mit fremdartigem Glauben. Er ist nicht wirklich kampfgeschickt. Aber wirklich signifikant, was davon haben, wenn ich ihn freilasse, würde ich eigentlich nicht haben. Dann haben wir einen Hauptmann eines anderen Trupps. Also ein Söldneranführer. Wir könnten letztendlich seine Konvertierung verlangen. Ich glaube, das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Dann hätten wir hier Obigeli 69. Für sie würde ich immerhin ein paar Taler bekommen. Bikorom. Ihn könnte ich zur Konkubine machen. Dann gucke ich erst noch mal ganz kurz Richtung Rad. Beziehungsweise an den Hof. Sie ist ein ganz brauchbarer Arzt, aber sobald sie stirbt, sollte ich unserem Hofspitzel, meiner Konkubine, an der Stelle mit einplanen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Hier haben wir jetzt die beiden mit in der Beobachtung. Der Bursche ist uninteressant. Der hier ist auch nicht wirklich viel spannender. Shimazintra. Sie wäre schon deutlich spannender, weil sie gibt ordentlich Lösegeld. Jakob Mossi. Ist mit unserer Tochter verlobt. Du schwörst von deinen Ansprüchen ab und gibst uns ein schwaches Druckmittel. So. Bei ihr. Sie ist eigentlich schon wieder ziemlich uninteressant. Hat auch wieder kein Lösegeld im Angebot. Kakara.
Du darfst gerne bei mir an den Hof kommen. Du bist eigentlich ein ganz guter Mensch. Außerdem eignest du dich zumindest so grundsätzlich als Ritter. Okay. Dann kommst du auch mit Druckmittel an meinen Hof. Denn auch du bist gar nicht mal so übel. Okay. Das wäre doch eigentlich mal ein spannender Punkt für einen Mordkomplott. Okay. Wenn sie stirbt, verlieren wir Land. Das ist nicht nett. Aber ich glaube, an der Stelle wäre ein ganz guter Ort für einen Cut. Daher.